Der deutsche Radsportmeister Pascal Ackermann hat bei der Klassiker Almeria seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Der 25 Jahre alte Bora-Profi setzte sich nach 192,5 Kilometern von Almeria nach Roquetas de Mar im Sprint vor Marcel Kittel, 30, Katusha Alpecin und dem Slowenen Luka Metzger mit Shaden Scott durch. Es ist gut für den Kopf, schon früh in der Saison zu gewinnen. Der Giro wird das große Ziel dieses Jahr, sagte Ackermann. Im vergangenen Jahr hatte Ackermann insgesamt 9 Etappen gewonnen. Seinen letzten Erfolg hatte er Mitte Oktober 2018 bei der China Tour gefeiert. In der kommenden Woche startet Ackermann ab Mittwoch bei der Algarve-Rundfahrt in Portugal.